Keysight VEE. VEE steht für die Abkürzung Visual Engineering Environment. Es ist also eine visuelle Programmiersprache der Firma Keysight. VEE ermöglicht ein vollständiges digitales Labor für die Signalverarbeitung virtuell auf dem Rechner zu realisieren. Installieren Sie zunächst die Evaluationsversion für einen Monat. Da Sie bei mir in der virtuellen Vorlesung Informationstechnik teilnehmen, stelle ich Ihnen eine Verlängerung um 3 Monate auf unserem gemeinsamen Laufwerk zur Verfügung. Damit können Sie dies auch in der Prüfung benutzen. Als erstes ein Signalgenerator mit Oszilloskop. Hierzu öffnen Sie unter Device den Menüpunkt Virtual Source, den Menüpunkt Signalgenerator. Selbstverständlich können Sie dieses Signal im OSCI auch sehen. Hierzu öffnen Sie unter Menüpunkt Display aus dem Scroll-Down-Menü Waveform Time. Jetzt müssen Sie nur noch den Ausgang des Signalgenerators mit dem Eingang des Oszilloskops verbinden. Beinahe wie im realen Leben, wenn Sie ein Koaxialkabel mit Signal und Masse verwenden. Jetzt noch den Start betätigen und schon sehen Sie einen Kosinus mit 200 Hertz über eine Beobachtungsdauer von 20 Millisekunden. Ich ordne das jetzt noch etwas schöner an. Tippe ich auf Trace 1, kann ich unter Point Type die einzelnen Abtastwerte wunderbar darstellen. Mit dem Spektrum unter Display zu finden, kann das Amplitudenspektrum, also die DFT, die diskrete Fourier-Transformierte, berechnet werden. Die Auflösung der Frequenz kann ich durch Antippen der Frequenz ändern. Es lässt sich die automatische Skalierung auch ausschalten. Und jetzt können Sie auch ein wenig spielen. Über Device Function Object Browser lassen sich die eingebauten Funktionen aufrufen. Uns interessieren insbesondere die Funktionen unter Signal Processing. Wählen Sie die Funktion FFT, die Fast Fourier Transformation, wird tatsächlich eine FFT berechnet, da wir 256 Abtastpunkte eingestellt haben. Aus 256 Abtastwerten entstehen 128 Amplitudenwerte mit Phasenwerten plus ein Mittelwert. Deshalb hat das Array die Größe 129. Hierbei ist der Wert 001 interessant. Das ist die Grundschwingung von 50 Hertz. Der Wert 000 Doppelpunkt steht für den Mittelwert. Klein f steht für Femto, also 10 hoch minus 15, folglich absolut vernachlässigbar. Mit diesem Programm können Sie die Grundlagen und Effekte der digitalen Signalverarbeitung unmittelbar nachvollziehen und sehr anschaulich studieren. Viel Spaß dabei!